Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum zweiten Part von Deponia Doomsday. Spaß beiseite, ich blick schon lange nicht mehr durch, bei welchem Part ich bin oder sowas. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich möchte einfach nur noch... Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Glaspyramide. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst: vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Okay. Wo haben wir die Knickerfolie? Da. Okay. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Hallo, Mechaniker. Hey, stopp! Sie können hier nicht parken, Sie... Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp, stopp, stopp. Was? Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Hast du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben habe ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe, hm? Da war ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Schi-Blux. Shinshuma-Klux. Des Gedankenlesers invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ratatatatat. Ich hab Gicht, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt. Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Chrono-Car erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von neuem. Wovon faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits viel tausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Timepod klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Der einzige Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich... Das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen. In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird.
Hey, hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif. Für ein weiteres, brillantes Rohfußmanöver. Na super. Hast du noch mehr solcher Ideen? Wer sind Sie denn? Der dir gleich den Oberf aufreißt. Du hast unser Umux ein für alle Mal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber... davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Irgendwas ist anders. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erstmal fangen. Hey, stopp! Ich sagte, stehen bleiben! Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen, auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha, na, das werden wir ja sehen. So, jetzt bist du dran. Nur einen Schritt weiter und ich löse die Selbstzerstörung aus. Schaffst du das auch? Bevor wir dich aus diesem Zeitkontext geschossen haben? Gute Frage. So, jetzt bist du dran. Und weiter. Jetzt kriegen wir dich. Goldhütte? Hab ich dich endlich! Gibst du freiwillig auf oder müssen wir dich gewaltsam aus dieser Zeit entfernen? Ja, solange man mir eine Waffe vor die Nase hält, ist es doch sowieso nicht freiwillig, oder? Stimmt auch wieder. Das Portal, das sie unter meinen Füßen geöffnet hatten, führte in die Zwischenzeit. Dort geriet ich mitten in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzen. Paradox City. Die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja, aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Nach einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nicht, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein, tut es nicht. Nun lasst mich doch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausend Mal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen. Fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Scheibenkleister! Hey, wer ist... Zimmerservice, okay? Aha. Ich hab halt keinen Bock mehr.
Helm. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Hey! Stopp! Milch geholt? Check, mehr war nicht abzugreifen. Okay, Timepod. Knopf. Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Bestätigen. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Eins, zwei... Hey, das hier sieht genauso aus wie das erste Menü. Interessant. Bestätigen. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht. Nanu, das hier ist doch nicht die Zwischenzeit. Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein. Ach, du dicker Vater. Das hier ist Golds Kindheit. Mach nicht so einen Lärm da unten, junges Fräulein. Du weißt doch, Ungehorsam führt zu Chaos. Chaos führt zu Müll. Und Müll führt zu Deponia. Er hat sich gerade davon disqualifiziert, seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen. Ah, Fernseher? Baby Gold. Was haben wir hier alles? Loses Panel. Was können wir da rein? Milch. Was muss ich hier machen? Was? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wisst? Ich kann... Musikalische Früherziehung ist extrem wichtig. Mein perfektes Gehör verdanke ich beispielsweise dem Umstand, dass mein Vater immer die Musik lauter gedreht hat, wenn ich geschrien habe. Ulysses Lunchbox? Ich kann hier nichts mitnehmen oder so. Dafür brauche ich nur meine Finger und meine angeborene Resistenz gegenüber Enttäuschungen. Irgendwas ist... Scheiße. Verschlossen. Ich sitze in der Falle. Oh. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Ah, Zeitschleife. Scheibenkleister. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Was, hallo Elefant. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum.
Dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Hey! Stopp! Milch geholt? Check, mehr war nicht abzugreifen. Okay, Timepod. Knopf. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Wie war das? Das war jetzt komplett nach rechts. Bestätigen. Okay. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht. Okay, versuch mal das hier nochmal. Verderbliche Milch in einer geheimen Nische verstaut? Check! Ah, jetzt klappt es. Fernseher, kann ich den sauber machen? Hey, die Telebuddies! Das wäre um ein Haar meine Lieblingsserie gewesen, aber die Synchronstimme von Stinky Winky konnte ich nicht leiden. Eine Woche war letztes... Ja, jetzt sprich nicht so viel. Sorry, aber... Scheint es auch zu... Ich hoffe... Wir sind ein bisschen unter Scheiß... Zeitdruck. Dann wollen wir doch mal nachschauen. Ich habe dir dieses... Es ein ist zeitlich Teil seiner Verbitterung... Babygoal? Bobo wäre dein Klavier? Wie denn? Bestehst du etwa immer noch auf diesem langweiligen Buch? Du, ach, das... Ich hab keine Ahnung. Kann man das... Wo bin ich? Da! Ach, Kinder... Ich glaube, wir schaffen es nicht. Du willst Ding! Fast richtig. Lutscher. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Ich blick dich nicht mehr durch. Ich hab keine Ahnung, was ich da machen sollte. Ich glaube, ich speichere jetzt hier einfach und höre auf für heute. Mir tut der Kopf weh. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.